am Ende ist es ein klarer Sieg gewesen für die, zu Recht auch. Glückwunsch von unserer Seite auch. Die sind die bessere Mannschaft gewesen. Aber bis zur ersten Halbzeit war es noch sehr spannend von unserer Seite. Und auch nach dem 2:1, da kam noch mal ein bisschen was auf, aber dann durch einen Konter, sehr schönes Tor, das 3:1. Und damit war eigentlich das Spiel gelaufen, aus unserer Sicht. Ich glaube, Angst gar nicht. Ich glaube, wir waren auch nicht am Limit. Das ist halt ein bisschen schade. Wir haben in der ersten Runde 18:1 gegen Bostelbeek gewonnen und hatten zwischendurch auch einen kleinen Wackler. Und jetzt in der zweiten Runde haben wir uns gegen Kosovo auch schwer getan. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass es im Pokal immer schwer ist. Ja, also gerade auch gegen Mannschaften, die hier so einen Heimvorteil haben, die sich reinschmeißen. Wenn wir nicht alles abrufen, dann können wir auch 1:0 in Rückstand geraten. So, und dann musst du darauf antworten. Und dann pushen sich natürlich sowas natürlich gut, dass wir nochmal direkt vor der Pause das 1:0 gemacht haben. Ja, das ist natürlich ein bisschen unglücklich, in der Woche zu spielen und dann auch um diese Zeit. Da hat uns der ein oder andere Spieler leider auch gefehlt. Und das ist natürlich für uns Kleinvereine, die nicht so einen großen Kader haben, ein Problem. Und wir haben leider auch den einen oder anderen Verletzten gehabt. Dann hätten wir vielleicht heute ein bisschen anders ausgesehen. Wäre ja fies, wenn ich sagen würde, es lag jetzt an den Wechseln in der Halbzeit. Aber ja, vielleicht haben wir 45 Minuten gebraucht, um uns zu akklimatisieren auf dem schönen Platz. Wir sind ein bisschen verwöhnt. Ansonsten glaube ich, dass wir relativ früh die erste Chance haben, die nicht nutzen. Und danach hat Misu das gut gemacht. Wobei die Abseitsfalle, die sie gespielt haben, hätten wir, glaube ich, aushebeln können. So ist es nicht. Dann